Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend, liebe Fans, zu einer neuen Ausgabe unseres Talks aus dem FF Frauenfußball-Leidenschaft. Wir haben heute einen Gast aus unserer Gruppe, das ist die Marielle. Die Marielle ist Frauenfußball-Fan und Fan von der TSG Hoffenheim. Also haben wir unsere Gruppe ein wenig erweitert. Herzlich willkommen, Marielle. Dankeschön, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ganz gerne, haben wir gerne gemacht. Ne? Du verfolgst ja die ganzen Sendungen von uns, hast du erzählt, und lässt kaum eine aus, was uns sehr freut. Ja, ich habe die erste zufällig auf YouTube gefunden, sag ich mal, und habe dann geguckt, weil ich glaube, ich irgendwo die zweite oder dritte erst reingeschaltet habe. Was war vorher? Und ab dann habe ich aber alles, was danach war, geguckt. Super, klasse. Super, vielen herzlichen Dank. Gerne. Gut, ich möchte nach der Begrüßung ganz kurz auf einen Kongress eingehen, und zwar der Female Football Akademie Kongress. Ganz kurz, das war eine Veranstaltung, da ging es also reinweg um Frauenfußball. Die hatten also verschiedene Themen, Diversität. Dann hat ein Spielervermittler kurz etwas gesagt, wie eine Spielervermittlung abläuft, was überhaupt Spielervermittler zu tun haben, Vertragsinhalte und die Spielerinnen coachen und so weiter und so fort. Da steckt also einiges dahinter. Dafür kriegen sie eine kleine Provision. Angeblich ein bisschen wenig, aber ich glaube, die können da ganz gut mit leben, ne? Heulen auf einem hohen Niveau. Dann ging es um die Veränderung überhaupt im Frauenfußball. Dann das Thema College in den USA wurde vorgetragen. Von Amerika, das College-Fußballgeschehen, das werden wir ja auch nochmal aufnehmen, aber dann in deutscher Sprache. Und wir werden dazu Gäste einladen. Dann ging es auch um den Mädchenfußball länderübergreifend, Schweiz, Deutschland, Österreich, war auch sehr interessant. Sponsoring war klasse, man hat das Thema Sponsoring angekratzt mit der Commerzbank und mit Volkswagen. Da gab es auch einiges zu erzählen. Ich hoffe also sehr, dass die Football Akademie noch Videos einstellt, damit man das nochmal nachhören kann. Also ist wirklich hörenswert. Dann hat die Svenja Schlenker von Borussia Dortmund berichtet, wie sie jetzt versuchen, eine Frauenabteilung aufzubauen, beziehungsweise sie machen, sind ja schon voll dabei. Es laufen ja auch Bewerbungen von Fußballerinnen, die haben da extra so Videos geschaltet und so weiter und so fort. Annike Kran ist auch dabei, die denen hilft, und man möchte über Jahre eben halt in die erste Bundesliga aufsteigen. Auch das war sehr interessant, was da alles hintersteckt, wie sie sich das vorstellen, die ganze Planung. Sie wollen also sicherlich ein gutes Niveau haben an Spielerinnen, aber sie möchten rücksichtsvoll sein und nicht gleich bei der Kreisliga C alle mit 10-0 oder sowas abfertigen, sondern sie möchten also keine Feindschaft aufbauen gegenüber anderen oder von anderen Vereinen erhalten, sondern wirklich Borussia Dortmund hat eine Fußballabteilung Frauen und die spielt jetzt in unseren Ligen und geht es kontinuierlich nach oben. Ja, dann ging es ums Training, Trainingssteuerung im Frauenfußball. Für mich kam das ein bisschen zu kurz, war sehr wissenschaftlich. Der Menstruationszyklus wurde dort dargestellt anhand einer Präsentation mit vielen, vielen Kurven. War sehr wissenschaftlich. Ich weiß nicht, ob das der normale Trainer aus der Kreis- und B-Liga zum Beispiel richtig verstehen konnte oder gebrauchen konnte. Verstehen schon, aber gebrauchen konnte. Ja, dann hat die Tabea Kemme hat dann noch ein Interview gehabt, was sehr interessant war. Da ging es dann auch um ihre Kandidatur zur Präsidentschaftswahl in
Potsdam. Da laufen ja im Augenblick einige Sachen, auch gegen sie persönlich, was ich sehr, sehr schade finde, weil das wäre eigentlich wirklich mal für einen Frauenfußballverein, Traditionsverein, ein Zeichen setzen nach außen. Hey, wir haben hier eine dynamische junge Frau, die von sich aus Präsidentin werden will, die unseren Verein in eine neue, gute Zukunft führen möchte. Und die kriegt so viel Gegenwind, es ist unglaublich, was auch unter die Gürtellinie geht. Und als Fan von Potsdam habe ich also einen Brief erhalten. Ich darf da nicht richtig drauf eingehen, das ist ein geheimes Schreiben. Nur so viel, lieber Herr Schröder, wenn Sie das hören sollten oder jemand gibt Ihnen das jetzt hier weiter. Ich bin über Sie zum Frauenfußball gekommen. Sie und Potsdam haben mich dazu gebracht, Frauenfußball zu lieben. Was Sie aber mit Tabea Kemmler jetzt gemacht haben, inhaltlich in diesem Schreiben, erschreckt mich. Und das als Ehrenpräsident an die Fans sowas zu schreiben, kann ich nicht nachvollziehen. Eine 29-jährige Frau, so viel sei gesagt, muss ich nicht beschützen oder vor sich selbst schützen. Die ist erfahren international im Fußball. Sie ist Kommissarin, ja, hat eine tolle Ausbildung genossen. Brauche ich nicht vor sich selbst schützen. Ich muss jemanden vor sich selbst schützen, der ein Verbrechen begeht oder der irgendwie völlig ausrastet. Aber die hat ein legitimes Ziel und das ist die Präsidentschaft. Turbine Potsdam und da muss man sie unterstützen, auch als Ehrenvorsitzender. Soweit die Worte von meiner Seite zu der Geschichte. Ich hoffe, dass Tabea gewählt wird, dass die Fans zusammenrücken und sie voll und ganz unterstützen. Ja, Holger, dein Part. Hallo, guten Abend. Dann fangen wir mit den News an, die neue Rubrik, die wir hier eingeführt haben. Ja, da gibt es ja in den letzten Tagen einiges. Vor allen Dingen gab es in Portugal einen Meister. Das ist erstmals Benfica Lissabon geworden. Die haben am letzten Spieltag gegen ihren Konkurrenten Sporting Lissabon mit 3:0 gewonnen und sind somit Meister geworden. In Dänemark hat Theresa Eslund ihre Karriere beendet, beziehungsweise nach der laufenden Saison, die am 6.6. fortgeführt wird erstmal. Dort war wegen der Pandemie eine kurze Pause. Sie ist bekannt vor allen Dingen bei der EM 2017, wo sie das 2:1 Siegtor geschossen hat gegen den Titelverteidiger Deutschland. Unter anderem spielte sie für Melbourne City und Seattle Rain in den USA. In Italien gibt es einen Trainerwechsel bei Juventus Turin. Rita Guarino verlässt Juventus am Saisonende. Die sind auch aktuell Meister geworden. Sie hat in ihrer Karriere dort 4-mal die Meisterschaft geholt in den 4 Jahren, wurde einmal Pokalsieger, 2-mal Supercup-Sieger und die Gerüchte laufen so, dass sie wohl Nationaltrainerin in Italien wird. In England gab es Carla Wood, ist neue Trainerin von Aston Villa. Und Meister dort ist der FC Chelsea geworden. Auch Holland hat einen neuen Nationaltrainer schon bekannt gegeben. Das ist Mark Parsons. Und dort ist der FC Twente Enschede Meister geworden. In der Schweiz ist Meister FC Servette Genf geworden. In den USA haben wir Meldungen bekommen, dass Eniola Aluko, von Aston Villa die neue Sportdirektorin von Angel City FC geworden ist. Das ist ein neuer Club, der am Jahr 2022 am Start gehen wird. Die Besitzer des Clubs sind unter anderem Natalie Portman, Serena Williams, Eva Longoria, Lindsay Vonn, Kara Nordman, Julie Uhrmann, Alexis Ohanian und Abby Wambach. Also wer den Club noch nicht kennt, das sind die ganzen Besitzer. Die haben sich zusammengetan und wollen da große aufbauen mit dem Club.
Dann kommen wir zur deutschen Bundesliga. Der FC Bayern München hat einen Abgang bei der U20. Die Jugendnationalspielerin Annika Borner wechselt zum College, zum North Carolina. Ebenfalls dorthin wechselt vom FSV Gütersloh Nina Zimmer, die auch dort das College besucht, zusammen mit Annika Borner. Bei der SG Essen gab es zwei Abgänge. Irina Ioannidou und Manju Wilde wechseln beide zum 1. FC Köln. Bei Bayer Leverkusen gab es auch zwei Abgänge. Einmal Isabel Kerschowski kehrt zu Turbine Potsdam zurück. Und Chisa wird den Verein ebenfalls verlassen. Das Ziel ist noch unbekannt. Bei Eintracht Frankfurt verlässt Theresa Panfil am Saisonende die Mannschaft. Wohin ihr Weg einschlägt, ist auch noch unbekannt. Und dann kommen wir zur Gerüchteküche. Ebi Dahlkemper, derzeit bei Man City, wird in den USA bei North Carolina mit in Verbindung gebracht. Kenza Dali von West Ham wird bei Arsenal gerade heiß umworben. Sam Johnson von Melbourne hat gerade Angebote von AS Rom und Lazio Rom vorliegen. Lee Joe-min von Man City hat ein Angebot von Brighton, Hove and Albion. Hannah Bennison und Nathalie Björn, derzeit bei Rosengart unter Vertrag, werden umworben von Everton. Riola Cemaili vom FC Basel könnte es in die Bundesliga ziehen, zum SC Freiburg. Jane Ross von Manchester United wird in Italien umworben, unter anderem von Juventus Turin, AS Rom und AC Florenz. Lindsay Roran von Portland wird umworben von Olympique Lyon. Jess Singsworth von Manchester United hat ein Angebot von Leicester City. Natasha Flint von Leicester wird umworben von Manchester United, Liverpool und Tottenham. Und Daniel von der Dong, derzeit im Diensten von Arsenal, wird umworben von Olympique Lyon. Das waren unsere Meldungen von den letzten Wochen. Gut, okay, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass da einiges Neues dabei war für unsere Anhänger und Fans. Dann kommen wir jetzt zum Rückblick des 21. Spieltages und steigen ein mit Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg, was ja ein sehr wichtiges Spiel war. Und da möchte ich dann bitten, dass wir gleich beginnen, der Holger, ne? Nochmal. Ja, war schwer. Ich habe ja zwei Spiele auf einmal geschaut letztendlich. Also in der ersten Halbzeit ging heiß her. Erste Minute, Rolfe köpft ein zum 1:0. Danach Wolfsburg spielbestimmt gewesen und hat eine Chance nach der anderen gehabt. Ein Freistoß in der vierten Minute. Die hatten dann in der 12. Minute, musste Merle Froms gleich zweimal halten, den Ball von den Wölfen. Dann in der 30. Minute hat Eva Payor hervorragend die Kleinherne ausgespielt und die Froms und hat dann zum 2:0 eingeschoben. War auch sehenswert gewesen, wer es nicht gesehen hat, könnt es nochmal in der Zusammenfassung anschauen. Dann kamen noch weitere Chancen für Wolfsburg, um zu erhöhen auf 3:0, 4:0, was die nicht ausgenutzt haben. Dann in der 43. Minute gab es eine Chance von der Eintracht. Der Ball landete im Netz, war aber klar abseits, wurde auch zurückgenommen. Und dann kam die Eintracht halt besser ins Spiel gegen Ende der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war das Spiel anders als in der ersten. In der ersten muss man vorstellen, es war ein doppelter 16er, wo Wolfsburg dauernd in Bewegung war, den Ball von links nach rechts. In der zweiten Halbzeit war es umgekehrt. Da hat die Eintracht das Spiel gemacht. Ging auch recht schnell durch Lara Praschnika in Führung. War ein schönes Spiel, schöner Spielzug gewesen. Ist an der Dorsun vorbeigelaufen.
und hat dann auf 1:2 verkürzt. Kurze Zeit später hat Tanja Pawlak das eigene Tor getroffen. Echt unglücklich gewesen. Hätte sie den Ball weggelassen, wäre er ins Tor ausgegangen und wäre nichts passiert. Im Gegenzug dann 2:3 gleich passiert durch Laura Freigang. Und das war es dann. Mit Torchancen gab es noch viele für die Eintracht. Wurde dann auch viel gewechselt. Und dann war es noch in der 90. Minute bzw. Nachspielzeit, hätte die Eintracht auch fast noch das 3:3 gemacht. Aber der Ball landete nur auf der Latte halt und konnte dann von Wolfsburg geklärt werden. Okay, gut. Es war im Endeffekt ein ansehnliches Spiel, zwei verschiedene Halbzeiten. Erste Wolfsburg ganz klar stark, zweite Frankfurt stärker. Beide haben nicht so gespielt, wie die am Sonntag spielen werden, das hat man gesehen. Sowohl Frankfurt als auch Wolfsburg. Max kann das bestimmt bestätigen. Der kennt ja die Wolfsburger noch besser. Und dann mal schauen, was für ein Spiel am Sonntag da rauskommt. Ja gut, da kommen wir gleich noch zu. Das ist bestimmt spannend. Ja, der Max möchte was dazu sagen. Ja, aus meiner Sicht würde ich erstmal sagen, du hast ja jetzt angekündigt, das war ein ganz wichtiges Spiel. Das sehe ich natürlich nicht so. Also ich glaube, das war für beide Mannschaften ganz, ganz unwichtig irgendwie. Also ich gehe ganz stark davon aus und ich glaube auch, dass in Wolfsburg alle davon ausgehen, dass Bayern das sowieso macht. Frankfurt, ja, für die geht es auch nicht mehr um wirklich viel. Und natürlich wirst du da jetzt nicht mit der besten Form des Jahres spielen und auch nicht die besten Varianten rausholen, sondern schön den Gegner vielleicht auch ein bisschen zeigen, weil wir sind ja gar nicht so gut, wie ihr denkt, um dann vielleicht im Finale doch nochmal was rauszuholen. Dementsprechend habe ich mir auch nur die Highlights angeguckt und da waren jetzt bis auf das 1:0 auch nicht so viele fußballerische Leckerbissen bei. Also das 1:0 von Wolfsburg war schon wirklich schön rausgespielt. Das 2:0 habe ich mich natürlich auch mega gefreut, weil es so ein typisches Eva Payor-Tor war, was man letzte Saison oft gesehen hat, diese Saison gar nicht, wo sie im Aufbauspiel wieder stört. Das hat Wolfsburg, fand ich, immer sehr, sehr stark gemacht, dass sie den Gegner keine Zeit im Aufbauspiel geben lassen konnten, weil man wusste, Eva läuft halt wirklich auch über 80 Minuten so eine Wege, die sonst eine normale Stürmerin nicht macht. Und genau, darüber habe ich mich gefreut und alles andere war, ja, unglücklich der Kommunikationsfehler beim 3:1 von Pawlak, ja. Ansonsten, ja, gab wichtigere Spiele, würde ich sagen, in der Runde. Okay. Dann wollen wir mal gleich zum Wichtigen kommen, aber Marielle, wolltest du was dazu sagen zu dem Frankfurt-Spiel? Also ich habe auch die Highlights angeguckt und ich muss sagen, beide haben natürlich nicht perfekt gespielt. Klar, Pokalfinale wurde vielleicht auch ein bisschen gepokert. Es waren Fehler auf beiden Seiten, aber es waren halt zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Es war ein schönes Spiel eigentlich. Okay, ja, der Max, dann möchte dann gleich darauf antworten. Genau, nur eine Sache habe ich noch vergessen, weil Marielle das gerade erwähnt hat, Fehler auf beiden Seiten. Ja, ich glaube, man hat ein bisschen gesehen, was das Grundproblem die komplette Saison ist bei dem Defensivverhalten von Wolfsburg. Man kann jetzt nicht, und das hatten wir ja vielleicht in der vorletzten Folge mal besprochen, holt man jetzt eine Innenverteidigerin, die das vielleicht ausbügelt. Ich glaube, dass Sarah auch in der Situation schlecht aussieht, aber das komplette Rückwärtsverhalten einfach fatal war. Schon der Pass von Frido war auch schwierig, den sollte man nicht so machen. Und ich habe einfach die Hoffnung, ich kann es ihm nicht verübeln. Für mich ist Stefan Lerch ein toller Trainer, aber ja, er macht jetzt gerade seine letzten Wochen, dass er jetzt das Abwehrverhalten vielleicht nicht perfektioniert, sehe ich ihn nach und ich hoffe, dass der neue Trainer da ein bisschen was macht, weil das kann man nicht nur mit, oder das muss man nicht nur mit
neuen Spielerinnen lösen, sondern ich glaube, da kann man taktisch ganz viel machen, um da ein bisschen Stabilität wieder reinzubringen, weil, ja, es war ein bisschen von der gesamten Hintermannschaft ein bisschen schwierig, ja. Andreas, 91. Minute habe ich auch gesehen, oder 92., was das war, Lattenschuss. Eintracht Frankfurt, dann bei Bayern München wahrscheinlich Meister gewesen, ne? Ich habe es nicht gesehen. Ja, ich habe ein wichtiges Spiel gesehen, das für Bayern sehr wichtig war. Und also ich möchte keinen Spielbericht abgeben, sondern 4-0 ist ein Statement, ist ein klares Ergebnis und da kann man sehr zufrieden sein damit. Ja, in einem Interview nach dem Spiel hat Lea Schüller so treffend gesagt, die Chancenverwertung ist bei uns ja immer ein Thema. Ja, ganz genau auf den Punkt gebracht. Die war es auch in Leverkusen wieder, weil bis zur 30. Minute steht es, oder ja, ungefähr 30 Minuten steht es noch 0-0. Und da steht eben so ein Spiel auch auf der Kippe, wenn man seine Chancen nicht reinmacht. Gott sei Dank haben sie dann reingemacht. Aber selbst mit einem dürftigen 1-0 zur Pause ist das Ding eben noch nicht daheim. Also wenn es bei Bayern was zu kritisieren gibt in der ganzen Saison, dann ist wirklich die Chancenverwertung. Aber nach einem 4-0 soll man nicht kritisieren, sondern soll sich freuen und zufrieden sein. Die Mannschaft hat wirklich gut gespielt, sie haben schöne Tore rausgespielt und wieder mal mit einer sehr, sehr soliden Defensive eben auch dafür gesorgt, dass hinten nichts anbrennt und dann kann man sich tatsächlich auch leisten, vorne viele Chancen zu vergeben, wenn man dann irgendwann mal eins macht und nicht die ständig Gefahr läuft, hinten kriegt man ja schon wieder eins rein. Also von daher, ja, sehr zufrieden damit. Wir brauchen noch einen Punkt, um Meister zu werden. Ich hoffe, die Mädels werden ihre Generation jetzt gut nutzen und in 2 Wochen wieder voll motiviert an die Sache rangehen. Ich hoffe, sie bringen es unter Dach und Fach. Ja, okay. Drücken wir mal die Daumen. Ne? Marielle, zu dem Spiel irgendwas? Bayern? Eigentlich nicht. Eigentlich wurde alles gesagt bei Bayern. Okay, alles klar. Ja, die Wichtigkeit Eintracht Frankfurt-Wolfsburg war insofern, dass ja Eintracht Frankfurt zündend an der Waage ist. Also ist es doch wichtig gewesen. Und wenn es in der 92. Minute gescheppert hätte, wäre die Meisterschaft entschieden gewesen. Ja, dann kommen wir zu, wenn jetzt zu dem Spiel nichts mehr zu sagen ist, Max, oder wolltest du? Ja, ich würde schon sagen, Andreas hat einen ganz guten Punkt angesprochen. Chancenverwertung ist vielleicht bei Bayern und Wolfsburg ausbaufähig, wobei man bei einem 4-0 natürlich sich nicht beschweren kann. Auch bei 3 Toren auswärts in Frankfurt kann man sich nicht beschweren. Nur der große Unterschied ist eben das Defensivverhalten, was halt bei Bayern einfach die Saison natürlich geklappt hat. Also wir saßen noch vor ein paar Wochen hier und haben uns gefreut darüber, dass oder waren auch ein bisschen verwundert darüber, dass Bayern so wenig Gegentore bisher hat, was eine enorme Leistung ist, die man nochmal unterstreichen muss. Und ich fand auch in den Highlights, die ich gesehen habe, dass es Bayern auch mal wieder so, dass Bayern aus der Hinrunde war, sehr locker, sehr befreit, Tore gemacht mit einer großen Ruhe, abgewartet. Lea Schüller hat dann einfach den Kopf frei gehabt in den entscheidenden Momenten. Und das haben wir jetzt so 4-5 Wochen nicht gesehen, weil Bayern halt mega unter Druck stand. Und mich hat es halt wirklich sehr gefreut, dass sie dann gegen trotzdem so eine Top-Mannschaft, das haben wir auch oft schon gesagt, dass Leverkusen wirklich eine tolle Mannschaft ist, dass Bayern jetzt wieder befreit spielt, nach dem, was jetzt alles die letzten Wochen los war. Das war sehr schön anzusehen, ja. Ja, der Andreas möchte darauf gleich antworten und denke mal dir beipflichten. Wenn wir die tolle Defensive loben bei Bayern, dann möchte ich auch sagen, Marina Hegering als wirklich überragende Innenverteidigerin 7 Tore gemacht diese Saison. Auch das ist ein Statement. Die ist auch vorne immer kopfballstark und gefährlich dabei. Also auch das sollte man mal loben. Und, ja, und eins noch, als ich die Aufstellung vorm Spiel gesehen habe, habe ich gesagt, ganz genau meine Aufstellung. Und das kommt ja als Fan wirklich selten vor. Wir kennen ja die 80 Millionen Bundestrainer, die immer eine andere Aufstellung hätten. Mir geht es auch oft so, dass ich mit der Aufstellung von Scheuer manchmal fremdle. Diesmal hat er genau die 11 Spielerinnen gebracht, die ich aufgestellt hätte. Auch die Simone Boye als Innenverteidigerin, als Partnerin von der Marina Hegering.
super, dass er auf die mal vertraut und die dann eben auch mit Leistung. Aber jetzt genug zu dem Spiel, ich bin jetzt fertig damit. Okay, kein Problem. Max, nur ganz kurz wollte ich noch anmerken, ja. Marina Hegering ist doch, glaube ich, auch bei der UEFA Champions League mit in die Auswahl zur besten Elf. Also wir scheinen uns ja nicht zu irren. Andreas schwärmt ja schon seit Wochen von ihr, also scheinen wir ein bisschen Ahnung zu haben und scheinen nicht die Einzigen zu sein, die das auf jeden Fall bemerkt haben, ja. Nee, das sind ja auch mit Sidney Lohmann und anderen Spielerinnen. Ich glaube, in der Beurteilung sind wir da schon ganz richtig und brauchen uns ja vor keinem verstecken. Ne? Ja, jetzt kommt es zum unwichtigen Spiel. Da ging es um Meppen gegen Sand. Und da wollte der Max mal ein bisschen genauer hingucken, beziehungsweise der Max hat ja dort Aufnahmen gemacht, ne? Genau. Du warst ja direkt vor Ort. Erzähl mal ein bisschen. Ich hatte beruflich das Glück, da zu sein und habe auch nach dem Spiel mit beiden Trainern gesprochen. Beide Trainer haben mir exakt das Gleiche erzählt. Ein schönes Spiel war es nicht. Das haben ja beide offen gesagt. Der Meppener Trainer war schon enttäuscht, weil er der Meinung war, es ging sehr viel über den Kampf in dem Spiel und da hat Meppen nicht wenig investiert, sondern Sand einfach deutlich mehr. Also das hat er mir so gegenüber gesagt, dass Sand einfach deutlich, deutlich mehr investiert hat, ohne eine Kritik an seine Mannschaft zu üben. Also das habe ich auch gar nicht gemerkt. Und er hat auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass sie nächstes Spiel gewinnen, weil ich habe ihn dann gefragt oder wir haben ihn dann gefragt, wie schafft man es, die Mannschaft nach so einer Niederlage erstmal aufzubauen? Und hat er gesagt, das ist eigentlich kein Problem, da muss ich nicht viel machen, da ist die Mannschaft so geschlossen. Also dementsprechend, ja, von seiner Perspektive aus, Alex Fischinger kann mega zufrieden sein, also tolles Spiel gemacht, meiner Meinung nach voll überlegen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich ein paar Spielerinnen wirklich auch super fand oder super finde. Summer Green zum Beispiel. Und jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen aus Spielerinnen. Kiara Loos oder? Kiara Loos, genau. Kiara Loos auch beim 2-0 halt überragend, wie schnell sie da ist. Und ein ganz verdienter Sieg. Bisschen drauf geachtet habe ich noch, was Adrian so gemacht hat in dem Spiel. Saß leider zu Beginn auf der Bank, hat dann aber, und das sage ich nicht nur, weil sie hier zu Gast war, sondern mir ist es extrem aufgefallen, dass sie ab der Einwechslung wirklich jeden Zweikampf gewonnen hat, das sehr, sehr ruhig gemacht hat. Das gilt für die ganze Mannschaft. Also wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel von Sand. Haben nochmal gezeigt, was in ihnen steckt. Und ich glaube, sie werden die Spielerinnen alle nicht halten können. Aber mit dem Trainer und mit den Spielerinnen würden sie sicherlich nicht so in Abstiegsgefahr nächstes Jahr sein, wie es dieses Jahr war. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung, ganz, ganz überlegener Sieg. Und hat mich gefreut, auch wenn Meppen Sympathien auch hier hat. Ja gut, vielen herzlichen Dank. Ich möchte da eigentlich gar nicht groß was zu sagen oder entgegnen. Du hast alles voll auf den Punkt gebracht. Als Sandanhänger bin ich da ja nicht so ganz neutral. Ich wundere mich nur, was der Fischinger, der Kollege da innerhalb von ein paar Wochen da bewerkstelligt hat. Der hat ja die Mannschaft so zusammengelassen, mehr oder weniger, nicht groß umgekrempelt, hat an irgendwelchen Rädchen gedreht, vor allen Dingen mental. Und die spielen befreit auf. Das ist es und die machen ihre Punkte plötzlich, ne? Ich glaube, die Mannschaft ist aber generell unter Nora Häupler auch taktisch bestimmt gut gewesen und haben auch sicherlich gut trainiert, sonst hättest du diese Explosion nicht gehabt. Also Adrian hat ja bei uns gesagt, er hat irgendwie als allererstes einfach den Spaß wiedergebracht. Und ich glaube, mit den ganzen Negativereignissen, die sie hatten, vielleicht im Training unter Druck gestanden, die Trainerin auch unter Druck gestanden. Ich glaube, sie hat gute Arbeit gemacht, sonst hätte man jetzt nicht diese Leistungsexplosion. Und er hat eben dieses entscheidende Rädchen gebracht, dass man jetzt auf einmal wieder guten Fußball spielt. Also das kann ja nicht irgendwie von ungefähr kommen. Da wird sie sicherlich eine gute Arbeit gemacht haben. Trotzdem der Trainerwechsel verständlich, weil man sicherlich vielleicht ja mental irgendwas ändern konnte.
Und zuletzt kann man noch sagen, falls das jemanden interessiert, wir hatten das Glück, auf vier Kameras gucken zu können, ob der Ball vor der Halbzeit drin war. Und es war auch ein sehr, sehr großes Gewusel auf der Tribüne, weil wir mit allen Pressevertretern da natürlich standen. Haben wir alle auf die Bildschirme geguckt und der Ball war natürlich drin. Im Endeffekt nicht so wichtig, weil Sand hat dann trotzdem gewonnen, aber das nur zur Info. Nee, das ist eine ganz wichtige Info. Das sollte man nicht beiseite kehren, weil ich denke mal schon Zweifel irgendwie auf irgendeiner Seite sind. Ich kann nur sagen, Chapeau, dass da überhaupt keine große Unruhe war. Die haben also weitergespielt. Wenn man wieder vergleicht mit Männerfußball, da wären gleich wieder 12 vorne gewesen. Bei der Schiedsrichterin hätten die umgerempelt. Ne? Da war gar nichts. Da war eigentlich gar nichts. Kurzer Protest von Kira Loos, vielleicht auf der Tribüne ein Geschrei oder was immer da war, aber dann war es auch gut. Ne? Ein verdienter Sieg und enttäuscht war ich von Meppen ein bisschen, aber gibt es keinen Zweifel. Ne? Einzig muss ich widersprechen, also mit der Nora Häupte taktisch, das war völlig, die hat völlig daneben gelegen. Also ich kann es mir nur so vorstellen, weil Adrian hat halt, ja, wie gesagt, es schon erzählt, dass hier Spaß im Vordergrund stand und vielleicht man einfach die, ja, man bewegt sich ja dann auch irgendwie in eine Spirale. Also man wagt dann auch taktisch nicht mehr so viel, weil man unter Druck steht und so weiter. Und ich glaube trotzdem, dass die Spielerinnen alle eine gute Grundausbildung genossen haben, sicherlich bei ihr. Auch ein toller Kader zusammengestellt wurde, das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Und einfach dieses Quäntchen Spaß und ein Quäntchen Selbstvertrauen gefehlt hat, was sie dann nicht mehr der Mannschaft geben konnte. Ja, aber am Ende standen wir nicht auf dem Trainingsplatz, weder du noch ich, deswegen können wir das auch nur vermuten. Ja. Deswegen Nein, liegst das du hat mir ein vielleicht auch nicht Trainings, falsch. Ne? das hat, ich habe auch ein Trainingsplatz habe ich bei der habe ich nicht gestanden, das ist richtig. Ich auch nicht. Also bei mir ist es auch nur eine Vermutung Aber die natürlich. Spiele habe ich gesehen. Ich weiß aber auch von Internas, dass nicht alles so toll gelaufen ist da. Und das soll es aber auch gewesen sein. Wir wollen hier nicht nachkarten. Die Zahlen, Fakten sprechen klar für Fischinger. Und der spielt ganz taktisch ganz anders. Und das ist auch der Schlüssel gewesen. Gut. Dann haben wir das Spiel soweit abgehakt, richtig? Dann kommen wir noch mit Bayern nochmal zu Bayern München. Nochmal zu, wir haben ja so ein bisschen außerhalb des Plans haben wir Bayern München behandelt. Vielleicht die TSG Hoffenheim jetzt mal einfädeln. Das war ja so, dass die TSG Hoffenheim noch punkten musste, ne, damit sie in der Champions League sicher drin ist. Marielle, bist du zufrieden? Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Ich habe mich gefreut, dass wir wieder gewonnen haben und auch einigermaßen gut gespielt haben über weite Strecken. Aber Okay. Freiburg spielt halt auch mit. Das ist der Unterschied zu Meppen oder Sand, die sich hinten reinstellen. Freiburg will auch Tore schießen und das kommt auch, wenn wir entgegen, dann kriegen sie Räume. Und daran hast du dann gelegen. Okay. Das Gut. stimmt. Hattest du denn die Angst, sage ich mal, dass sie den Champions League Platz doch noch verspielen? Weil ich sage mal so, ich glaube, vor 3, 4 Wochen waren wir uns alle sicher, dass Hoffenheim das locker schafft und die hatten ja einen riesen Abstand zu Turbine und Leverkusen und Turbine kam ja dann doch nochmal mit wichtigen Siegen. Hattest du da Angst oder also gibt es jetzt Erleichterung bei dir oder wie war das? Also ich hatte auf jeden Fall so ein bisschen so einen Beigeschmack, dass wir dich auch nicht packen könnten und das wäre mega ärgerlich gewesen, wenn es Potsdam noch abgelaufen hätte. Aber gut, was ich zu dem Spiel vielleicht auch sagen muss, Freiburg hat es nicht geschafft, die Hoffenheimer Spielerin im Rückraum zu decken oftmals. Das erste Tor war ein Tor aus der zweiten Reihe, Fabienne Dongus und das zwischenzeitliche 3-1 von Jule Brandt war auch aus der zweiten Reihe. Also da hat man auch gesehen, die können es auch aus der Distanz. Die müssen nicht immer, also müssen nicht immer hier im Strafraum spielen. Ja. Okay, gut. Genau, das war auffällig. Und wie siehst du denn, wenn wir schon dabei sind,
Wie siehst du das denn für nächste Saison? Ich finde es irgendwie sehr ärgerlich, dass die Mannschaft jetzt auseinanderfällt, obwohl sie was Tolles erreicht haben. Und ich glaube, für viele junge Spielerinnen ist ja auch eine tolle Sache, mal Champions League spielen zu dürfen. Ja, was erhoffst du dir dafür für nächste Saison, für die Champions League auch? Also, ich erhoffe für nächste Saison. Erstmal ist es ärgerlich, dass natürlich gerade drei Nationalspielerinnen gehen, die auch immens wichtig waren gestern. Gerade Tabea Wasmuth mit ihrer Schnelligkeit, die kriegt man ja kaum gebremst. Und dadurch entstehen dann irgendwo anders wieder Räume für Hoffenheim. Die wird fehlen, aber die anderen beiden auch, sag ich. Aber ich sag, überraschen lassen, was die Spielerinnen vielleicht bewirken, die diese Saison nicht so viel gespielt haben, durch die, die jetzt gehen, weil die in der Stammelf standen. Und man muss auch erstmal gucken, wie sich die neuen Spielerinnen einfügen. Da kommen ja auch ein paar bis jetzt schon. Genau, ja. Und vielleicht von mir erstmal so als letzte Frage, wen wünschst du dir so in der Champions League? Du kommst aus der Nähe von Hoffenheim, oder? Nee, ich war ganz lang bei den Männern von Hoffenheim. Ja. Und dann irgendwann bin ich zufällig zu den Frauen, weil ich es in SWR gelesen habe, dass die gegen Freiburg Pokalfinale Halbfinale spielen vor 2 Jahren, 19. Und dann Und bin ich zufällig, weil ich gedacht habe, guck es dir mal an. Und seitdem gehe ich jedes Heimspiel eigentlich bis auf die Freitagsspiele, weil ich eine Sehbehinderung habe und kein Auto fahren kann. Dadurch immer jemand mit muss. Freitags. Von meinen Eltern. Wenn Der man mich hinterher einmal, dann abholt. ja, wenn man einmal da ist, packt es ein. Ich glaube, so geht es jeden. Wenn du sagst, du bist fast jedes Spiel da, jetzt spielt Hoffenheim wahrscheinlich nächstes Jahr oder sie spielen nächstes Jahr in der Champions League. Du wirst sicherlich da sein. Welche Mannschaft würdest du dir denn freuen, wenn die mal nach Sinsheim kommt? Über welche internationale Mannschaft? Schwer. Ich habe mich eigentlich gar nicht so wirklich damit beschäftigt. Sag Arsenal. Ja, vielleicht ja Arsenal oder auch eine italienische Mannschaft mal. Okay. Ja. Okay. Was sagst du dazu, Andreas? Ja, könnte in der Hoffenheim? Qualifikation ja tatsächlich passieren, weil beide als Drittplatzierte ja in die erste Quali-Runde gehen müssen. Ah, okay, dann müssen es Könnt gleich direkt, könnte sein, okay. durchaus passieren. Okay. Schauen wir mal, ne? Und dann ist Marielle gleich da, ne? Ja, Max, super, klasse, tolle Fragen. Ich glaube aber aus sportlicher Sicht wünschen wir uns nicht Arsenal, weil dann ja, wird es schwer für Hoffenheim. Ich meinte eher so in den Gruppen, da würde man sich sicherlich schon mal freuen. Also ich würde mich freuen, vielleicht nächstes Jahr auf jeden Fall Chelsea wiederzusehen in Wolfsburg. Auch wenn man dann vielleicht, ja, in der Gruppenphase wäre es schon ganz gut, dann kommen beide weiter. In den Viertelfinal, Halbfinalspielen muss ich die nicht unbedingt haben, aber ja, dementsprechend würd ich mich zum Beispiel bei Chelsea extrem freuen. Ja gut, Wolfsburg verstärkt sich ja nun auch, ne? Also das kann man ja wieder ausgleichen. Also so pessimistisch wäre ich da jetzt nicht, ne? Aber der Weg in die Gruppenphase wird schon schwierig, weil ja die Meister der nicht vier Ligen sind ja nicht gesetzt, die muss man dann ausschalten. Die Vizemeister, zum Beispiel Man City, oder sollte Olympique Lyon nicht Meister werden, im Moment liegt der PSG noch vorne, kann einem das drohen in der Qualifikation. Also in die Gruppenphase zu kommen, wird schon sehr schwer für die. Ach so, ja gut, du meinst mit TSG Hoffenheim jetzt, ne? Ja, Ja, gut, also das kann ich mir gut vorstellen, ja. Champions League wird extrem spannend werden Ja, diesmal. denke ich auch, ja. Holger, du, irgendwas zu Hoffenheim Ja, noch die dazu? Hoffenheimer müssen erstmal 2 Runden in der Quali schaffen, bevor die in die Gruppenphase kommen. Und der Zweitplatzierte hat ein Quali-Spiel vor der Gruppenphase. Okay. Und da muss man dann halt hoffen, dass die lösbare Aufgaben bekommen. Ob das so eine gesetzte Liste gibt, habe ich keine Ahnung davon. Wie es Naja, bei den schon. Männern halt ist, dass es da Ja, eine genau. gesetzte Liste gibt, dass die Top 4, 5 Ligen nicht gegeneinander spielen. Schauen wir mal. Ich Gut. hoffe, dass alle drei Deutschen letztendlich dann in die Gruppenphase kommen. Schön wär's. Ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass die TSG Hoffenheim dabei ist. Es hat ein bisschen gezittert, man musste ein bisschen zittern, aber jetzt ist es ja eindeutig und klar, ne?
Also da gibt es jetzt kein Vertun mehr. Oh, gut, ja. Ganz kurz dann in die zweite Liga vielleicht. In der zweiten Liga gab es 2 Spielabsetzungen wegen jeweils einem Corona-Fall. Einen Corona-Fall bei Arminia Bielefeld, einer bei der Mannschaft vom 1. FFC Niederkirchen. Beide Vereine haben noch nicht geäußert, ob sie die kommenden Spiele spielen können. Das wird dann bestimmt dann im Laufe des morgigen Dienstags passieren. Sollten die nicht spielen können, werden die bis zum 6.6. auf keinen Fall mehr spielen. Wäre halt ein bisschen blöd. Niederkirchen hat 3 Spiele dann noch zu absolvieren und Bielefeld mindestens 2. Ja, wobei Bielefeld ja schon Quarantäne laut Gesundheitsamt hat, ne? Bei denen ist es ja schon so, ne? Ja, Niederkirchen weiß ich auch nicht genau, wie es gerade da ist. Also bei Arminia Bielefeld ist es laut Gesundheitsamt so, dass die ganze Mannschaft in Quarantäne geht, ne? Haben wir ja heute gesehen, gelesen, ne? Und dann fallen die erstmal 2 Wochen aus. Ja, die müssen auch den PCR-Test abwarten, der ja gleich gemacht werden sollte oder einen Tag später. Mhm. Und darauf wird das Gesundheitsamt dann entscheiden, wie es weitergeht, ob nur die Spielerin weg ist oder die gesamte Mannschaft. Ja, und das ist dementsprechend interessant, weil es für Bielefeld unter anderem um den Abstieg geht und dementsprechend dann auch für alle Wolfsburg-Fans um den Abstieg von der zweiten Mannschaft, die die letzten Jahre auch immer sehr wichtig ist, ähnlich wie bei Bayern. Und da wird es auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend mit Turbine 2, Bayern 2, ich glaube, München-Gladbach ist auch noch dabei. Genau. Und, Gladbach ist auch dabei. Und da hat dann Bielefeld natürlich einen riesen Nachteil. Ja, ja, blöde Corona. Ne? Gut, dann kurz angemerkt, Jena wäre fast Meister gewesen. Aber dann gab es 2 Tore in der Nachspielzeit im Spiel. Gegen RB Leipzig war das. RB Leipzig gegen Mönchengladbach. Da hat die Trainerin von RB Leipzig doch tatsächlich den Sieg eingewechselt und dann in der 3. und 4. Minute der Nachspielzeit aus dem 0:1 und 2:1 gemacht. Und dadurch bisschen, als Bayern-Fan kennt man das so, dann hat man ähnliche Bilder schon mal im Auge. Als Bayern-Fan? Ja. Okay. Vor langer Zeit. Wird so lange gespielt, bis Bayern gewinnt, ne? Nee, falls man mal sich fragt, wie sowas aussieht, wenn man 2 Tore in der Nachspielzeit bekommt, dann kann man sich auf YouTube nochmal 99 angucken. Ja, genau. Ja, genau. Das ist wirklich bitter gewesen. Gut, aber ich denke mal, auch Jena wird es packen. Jena hat jetzt noch ein Spiel gegen eine untere Mannschaft und ein Spiel. Weißt du noch, ein Spieltag, eventuell ein Nachholspiel nur noch? Ja, genau. 2 Spieltage haben die noch. Also 2 Spieltage. Ja, einmal gegen Wolfsburg. Jena muss. Einmal gegen Wolfsburg 2 muss Jena spielen. Und da müssen sie noch spielen gegen. Ich habe es vorhin gegen Red Bull Leipzig. Oder Rasenball Leipzig müssen sie. Genau, spielen. Ja. Das sind noch die beiden Spiele. Das ist laut Spielplan, den ich hier vorliegen habe. Und ich denke mal, da werden mit 4 Punkte Vorsprung gehen sie in die beiden letzten Spiele. Ohne eine deutlich bessere Tendenz, ja. Und Tordifferenz, ja. Genau. Ja, und Wolfsburg hatte jetzt die letzten Spiele einen kleinen Vorteil, weil Karina Sewig mitgespielt hat. Die spielt jetzt auch nicht mehr mit. Also sollte auf jeden Fall Wolfsburg machbar sein für die Jeneraanerinnen. Können wir davon ausgehen. Gut. Dann haben wir das soweit alles durch. Jemand noch einen Kommentar zu den Spielen? Nein. Kommen wir zur Vorschau. DFB-Pokal-Endspiel der Frauen in Köln. Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Wer möchte jetzt einsteigen in das Spiel? Wer möchte kurz sagen, wie er das Spiel einschätzt? Andreas hat, glaube ich, ein bisschen wenig gesagt heute. Ja, endlich mal ein Spiel, das ich ganz neutral anschauen kann und wo ich ohne Herzklopfen dann beobachten kann. Ich bin einfach gespannt drauf, aber die Tendenz ist ein klarer Favorit und ich gehe auch davon aus, dass die das Ding gewinnen werden. Ich sage jetzt mal, so als neutraler Fan und als Bayern-Fan wünsche ich mir, dass es ein richtig ausgeglichenes Spiel wird, ein Fight, eine Schlacht, die 120 Minuten dauert, wo beide Mannschaften wirklich über die Grenzen gehen müssen
5 Tage brauchen, um sich davon körperlich wieder zu erholen. Das wäre doch für den was richtig Schönes. Und für uns als Nebeneffekt wäre es auch nicht schlecht. Du bist aber sehr neutral. Du bist aber sehr neutral, ne? Ich glaube auch nicht ganz, dass du dich so über ein neutrales Finale freust. Also ich glaube, mit Bayern-Beteiligung wäre es vielleicht noch ein bisschen besser. Er will doch am letzten Spieltag gewinnen. Deswegen will er, dass wir 120 Minuten spielen, Elfmeterschießen, Frankfurt gewinnt, feiert schön und reist dann direkt nach München. Max, hast du das mitgekriegt? Darum geht's. Ne? Ja, dann kann er aber auch sagen, Wolfsburg gewinnt 5-0 und trinkt sich 3 Tage lang ins Jenseits. Und dann wird es auch gehen. Mit Eva Pajor Wodka trinken, ne? Der klare Favorit ist Wolfsburg. Und jetzt mal ganz realistisch und ohne Flachs, ich tippe auf ein 3-1 für Wolfsburg und denke, dass es auch ungefährdet sein wird. Ich glaube auch, Stefan Lehrsch lässt sich da einfach seinen letzten Titel nicht nehmen. Und dafür hat Wolfsburg leider 2 andere Wettbewerbe versemmelt. Darum ist der Pokaltitel umso wichtiger. Das werden sie sich nicht nehmen lassen. Schade für Frankfurt. Wobei nach der Saison weiß ich auch nicht, ob sie da unbedingt mit einem Titel dastehen müssen. Das kam ja jetzt alles erst zum Ende hin. Trotzdem freue ich mich natürlich auch über ein gutes Spiel, weil die Mannschaften oder weil das natürlich immer ein Spiel mit vielen Zuschauern ist. Und da wünscht man sich natürlich, dass es spannend ist. Ja, für mich persönlich ist auch wichtig, ein schönes Spiel. 120 Minuten, vielleicht 11 Meter schießen. Ich bin da wirklich neutral, ne, in der Sache. Der Sieger, ich gönne es beiden, wobei ich so ein bisschen Hoffnung habe, und da mag der Max mir das verzeihen, dass Eintracht Frankfurt gewinnt, weil einfach der Außenseiter ist, das ist einfach, ist was, ne. Da freut man sich halt mehr, ne. Ja, auch ein spannendes Spiel. Möglichst lange. Ne? Wäre halt schön, wenn es kein Champions League-Finalverlauf nimmt, wo nach 30 Minuten schon alles entschieden war. Ja, das wäre. Zumal die Sportschau auch 30 Minuten vorher mit einem Vorbericht einsteigt und das wirklich jetzt mal im Öffentlich-Rechtlichen als Highlight präsentiert wird, dann sollte es auch ein schönes, ausgeglichenes Spiel geben. Hoffentlich. Genau. So wie sich Barca durchgesetzt hat gegen Chelsea. Das war einfach so, dass wirklich viele in der zweiten Halbzeit ausgeschaltet haben. Das war auch schon sehr spannend. Ich glaube auch, Frankfurt steht ja jetzt zwar zum x-ten Mal im Finale, aber Eintracht Frankfurt eben zum ersten Mal. Und ich hoffe auch da, dass vielleicht, ich kenne die Frankfurter Männerfußball auf jeden Fall als sehr fanatisches Völkchen. Und ich glaube, die drücken da auch sehr ihren Damen die Daumen. Und das wird sicherlich der TV-Quote sehr gut tun, ja. Holger, du noch was? Ja, natürlich. Bitte. Also, ich hoffe auch, dass es ein spannendes Spiel wird. Du bist ja der Außenseiter, Eintracht Frankfurt. Deswegen kommt natürlich, voll der Außenseiter. Ja, genau. Nein, ich hoffe auch, dass es ein gutes Spiel wird. Keins, was entschieden ist nach 20, 30 Minuten. Was ich aber nicht glaube, es wird ein hartes, umkämpftes Fight-Spiel werden. Klar, Wolfsburg ist Favorit an dem Tag, an dem Sonntag. Aber die Mannschaft ist gut gelaunt. Die habe ich heute im Training gesehen. Die reisen am Freitag schon nach Köln. Machen da Samstag das Abschlusstraining, Sonntag das Spiel. Montag das Abreisen nach Frankfurt. Ob mit Feiern oder ohne, ist halt dann noch offen. Und dann mal schauen. Die haben ja kurzfristig gegen Wolfsburg 2, 3 Spieler aus dem Kader genommen. Die werden am Sonntag mit Sicherheit wieder im Kader drin sein und dass sie dann mit voll besetzt antreten und dann mal schauen, was da passieren wird. Ja, ja. Im Übrigen glaube ich, das fünfte Spiel die Saison, das fünfte oder sechste Spiel das sechste war gestern. Naja, die haben ja 2 Freundschaftsspiele haben sie auch gehabt, ne? Mehr. Die haben 4 Freundschaftsspiele, glaube ich, gemacht. 2 im Sommer, 2 im Winter. Ja.
Also zwei im Winter weiß ich garantiert. Und im Sommer waren es auch zwei, im Trainingslager genau, also, im Wolfsburg. Ja, oder ja, genau. Ja, stimmt, genau, hast recht. Jo. Ja, ja. Also die kennen sich, ne? Ja, ganz genau. Ich glaube, das spricht für eine kleine Trainerfreundschaft, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ja, der Stefan Lersch kommt ja hier aus Süden von Frankfurt, also so eine halbe Stunde weg, und die kennen sich da bestimmt. Ja, die Verbindungen im Frauenfußball sind andere als im Männerfußball. Die sind auch sehr klein und kurzwegig. Freiburg hat ja auch gegen TSG Hoffenheim ein paar Mal gespielt, SC Sand hat gegen Hoffenheim gespielt, besonders gegen Freiburg. Also da sind gute Verbindungen da. Ne? Ja, das Marielle, kennst du ja auch so. Man spielt dann gegen Hoffenheim Freundschaftsspiele, weil es halt der kurze Fahrweg ist und du hast eine gute Mannschaft halt. Ja, ja klar. Und in der Corona-Zeit sind sie ja alle getestet. Ne? Ja. Marielle, was sagst du zum Endspiel? Also ich bin ja auch neutral, da Hoffenheim nicht im Finale ist. Gut, Frankfurt ist Underdog. Da wünscht man es denen natürlich, dass die den Titel holen. Natürlich haben die auch eine erfolgreiche Vorgeschichte, muss man auch sagen, mit dem FFC. Von denen habe ich auch schon ein paar Pokalspiele gesehen. Okay. Als ich angefangen habe zu gucken, 2008, habe ich das erste Pokalspiel von denen gesehen. Und das Siebener gibt es in Kurzzusammenfassung auf YouTube. Das gucke ich mir auch als an. Ah, okay. Und ich würde mich vor allem für die Alex Popp freuen, wenn es Wolfsburg holt. Ach so, wegen ihrer Verletzung, dass er draußen ist, ne? Okay. Ja, und weil sie halt, weil sie auch eine Vergangenheit beim FCA Duisburg hat, von dem ich ganz am Anfang Fan war. Ah, okay. Als ich angefangen habe, Frauenfußball zu gucken, war ich Duisburg-Fan. Und da wurde sie gerade geholt. Und dann habe ich sie die ersten paar Jahre auch noch so ein bisschen als Fan mitbegleitet. Deswegen. Ist auch eins von meinen Vorbildern auf jeden Fall, die Alex Popp. Okay. Okay. Mhm. Ich würde an der Stelle auch nochmal sagen, ich glaube, Hoffenheim zum Beispiel wäre ein sehr, sehr schwieriger Gegner im Pokalfinale. Da bin ich sehr froh, dass die nicht im Pokalfinale stehen, weil die halt natürlich spielerisch gut sind. Aber auch einfach ja mit der Mannschaft sicherlich nochmal einen Titel sich holen könnten oder auch das ein bisschen verdient hätten. Die Mannschaft zerfällt leider nach der Saison und ich glaube, da wäre die Motivation riesig, den Pokal zu gewinnen. Dementsprechend bin ich ein bisschen froh über Frankfurt. Die bleiben ja zusammen, wollen dann vielleicht nächstes Jahr eine gute Saison spielen und gucken wir mal. Genau. Du hoffst ja nur um 1000 Ecken, ne? Ja, ist mir nur so an der Stelle gerade eingefallen, aber ja, ja. Weil das ein bisschen, ich habe gute Erinnerungen an das Essen-Spiel, das war ja eine ähnliche Situation, da hatte man auch eine sehr, sehr tolle Mannschaft, die eine tolle Saison gespielt hat, die dann leider zerfallen ist, wirklich sehr, sehr auseinandergebrochen ist und die auch ein mega Spiel gemacht haben und das war zum Beispiel ein Spiel, was ich sehr, sehr toll fand. Und wenn man sowas nochmal sieht mit dem gleichen Ende, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, und da ist ja die Hoffnung bei mir, dass wir das mit Frankfurt auch erleben. Geht man nach der Statistik, gewinnt Frankfurt, weil Wolfsburg hat im Pokal noch nie gegen Frankfurt gewonnen. Okay, gut. Ja, dann sind wir jetzt, glaube ich, am Ende. Also diesmal können wir ein bisschen eher aufhören. Soll irgendjemand noch eine Anmerkung? Nee, ich grüße... Ja? Twente auf jeden Fall, Twente Enschede, tolle Saison gespielt, habe jetzt auf jeden Fall die Playoffs verfolgt, auch eine tolle Liga, am Rande mal erwähnt, mit PSV eine tolle Mannschaft, auch mit Ajax eine tolle Mannschaft und sehr verdient Meister geworden, freue mich auf den Trainer und für alle Wolfsburger, ich glaube Annalena Stolze macht sich sehr, sehr gut, eine Spielerin der Saison, bleibt jetzt noch da, aber auf jeden Fall für Deutschland auch ein hoffnungsvolles Talent, die dort sehr oft trifft, sehr tolle Spiele macht und vielleicht sehen wir sie bald mal in Deutschland, vielleicht nicht unbedingt bei Wolfsburg, aber vielleicht woanders. Wie gesagt, tolle Spielerin, die jetzt mit Twente Meister geworden ist. Ja, die Rike Diekmann von Potsdam ist ja auch drüben, ist ja in der Halbserie gewechselt, ist auch Meister jetzt auch dann geworden und hat auch viel gespielt, die war ja vorher überhaupt nicht gesetzt, freue ich mich auch drüber, dass du das miterleben darf. Mit Tommy Stroth habt ihr einen bestimmten guten Trainer.
jung, dynamisch und mit guten Ideen. Und das wird bestimmt nächstes Jahr eine gute Sache bei Wolfsburg. Ich glaube auch mit Joel Smith. Also ich gucke mir die Mannschaft oder das Spiel nächste Woche an. Da kann ich auch wieder berichten für die Wolfsburger Zuhörer. Ich glaube, mit Joel Smith kommt auf jeden Fall von PSV eine sehr, sehr tolle Spielerin, die er schon geholt hat. Und er versucht sich jetzt so ein bisschen die besten Damen aus den Niederlanden, aus der Liga zu holen. Und da können wir uns auf jeden Fall schon sehr, sehr freuen drauf. Ja. Also du kannst ja holländisch, von deswegen kannst du ja gute Interviews führen. Ein bisschen, ne? Ja. Siehst du? Gut. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich bei Marielle, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Ja, ich hoffe, ich habe es auch gut gemacht. Nicht zu viel ja, geredet. Davon darfst du ausgehen. Hast du wirklich sehr gut gemacht. Tolle Kommentare. Toll, also wirklich. Auch mit Hintergrundwissen. War schon ganz gut, ne? Kann man nicht anders sagen. Du kannst also auch gerne noch jemanden grüßen und wenn du möchtest, dein Wunschtransfer, wen du dir für nächstes Jahr in Hoffenheim wünschen würdest, außer Alex Popp, weil Wolfsburger Spielerinnen wechseln nicht. Ja, klar. Eva Pajor, wünsche ich dir Eva. Auch nicht, also Wolfsburger Spielerinnen sind gesperrt hier. Ach so. Okay. Nein, gerne. Die Rüssling hat noch keinen Verein. Du kannst jetzt lass doch mal reden. Wen würde ich mir da wünschen? Also da Hoffenheim ja eine gute Sturmreihe hat und auch im Mittelfeld relativ gute Spielerinnen, auch wenn jetzt ein paar gehen. Ich würde mir jemanden für die Abwehr wünschen, aber ich könnte nicht grundsätzlich sagen, wer es sollte jemand sein, der Bundesliga-Erfahrung hat auf jeden Fall. Ob international wäre schön, aber auf jeden Fall Bundesliga-Erfahrung. Ja, gerne Marina Hegering. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das soll bei München bleiben. Die gefällt mir da auch gut. Ist ja auch eine Spielerin mit Duisburger Vergangenheit. Ja, richtig. Also du hast keinen namentlichen Wunsch, du kannst frei wählen. Auch gerne Alex Popp, das war tatsächlich ein Spaß von mir, also auch gerne. Nee, Du machst keinen Spaß. Nee, ich würde mir halt noch auf jeden Fall eine Verteidigerin wünschen, weil Hoffenheim doch oftmals Probleme in der Abwehr hat, man auch gestern gegen Freiburg gesehen. Nach dem 2:1 waren die Fuchsteufels wild. Da kannst du dir auch die Adrian Jordan wünschen. Gute Verteidigerin auf jeden Fall. Warum nicht? Aber für die freue ich mich, dass sie in Sand spielt und hoffentlich auch die Klasse hält. Ja, natürlich, die klar. Ganz toll. Und vielleicht, wenn du die spielt toll. Wenn du Duisburg ansprichst, auch gerne Lieke Martens. Die hat ja dort auch damals gespielt. Auch eine Vergangenheit. Ja. Okay, also sind wir jetzt fertig. Ja. Vielen herzlichen Dank. Alle, gerne. Wir schalten jetzt aus. Bedanken uns fürs Zuhören und Zuschauen und sehen uns nächste Woche. Ne? Ciao, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal vielleicht.